Wie der Name bereits nahelegt, strömt auch die 2013 beschriebene Drosera Fragrans Honigduft aus. Sie ist aber durch ihre Blattstiele ganz einfach von Drosera Confer Finlaysoniana Honeysand zu unterscheiden. Diese Art bildet weder Stierköpfe noch Melonenhüte aus, lediglich auffällig langgezogene Doppelzipfelmützen, die in großer Anzahl über die ganze Pflanze verteilt sind. Häufig fehlt ihnen der Kopfteil, dafür sind oben meist Sekrettröpfchen sichtbar. Hier ist gut zu erkennen, dass mit dem Xylemsaft kleine Körnchen nach oben transportiert werden. Es spricht einiges dafür, dass diese Strukturen den Honigduft erzeugen, denn auch auf den Doppelzipfelmützen von Drosera Confer Finlaysoniana Honeysand fanden wir oft Sekrettropfen und sogar abgetrockneten gelben Eindampfungsrückstand. Die Behauptung des beschreibenden Autors, der Duft würde von roten Drüsen in den Blattachseln abgegeben, halte ich für wenig wahrscheinlich, da diese Strukturen auch bei geruchsneutralen Arachnopus-Arten vorhanden und immer trocken sind. Letztlich kann man derzeit auch nicht ausschließen, dass der Duft schlicht durch die Spaltöffnungen abgegeben wird. Mit einer Länge von etwa 600 Mikrometern sind die Samen recht groß und die attraktiven Blüten fallen durch ihre leuchtend rote Farbe auf.